Also schön. Versuch Nummer 2. Ui! Hatte ich nicht normalerweise einen Schalldämpfer auf dem Ding drauf? Verreck. Boah, ich komme nicht an den Typ ran. Wieso kann ich denn den Richter nicht abknallen? Sobald ich dort hochkomme, bin ich so gut wie tot. Oh Mann. Okay, Deckung? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Ja. Bam, bam, bam. Scheiße, ich habe kaum Munition, ne? Schnauze! Oh! Ja, damit geht's natürlich auch! Boah. Okay, gut, jetzt weiß ich zumindest, dass da ein Maschinengewehr ist. Oh Gott, das wird schwierig! Das habe ich jetzt nicht so erwartet. Okay, ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie zusehen... Irgendwie kommt es mir so vor, als würde das nicht richtig funktionieren mit dem Ding. Oh, Schnauze da oben. Ah, jetzt. Boah. Ah. Boah, das ist so schwer ohne Rüstung sofort. Ah, okay, okay, okay. Ich muss mir jetzt genau überlegen, wie ich das mache. Gehe ich an das Ding überhaupt ran oder nicht? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Die sterben ja auch nicht so. Da, ich habe 2 Schüsse abbekommen, bin schon wieder fast tot. Herr mit der Lebensenergie. Scheiße. Herr mit dem Ding. Ah, das Ding kann ich vergessen. Ich muss irgendwie an Munition rankommen. Ach, da, sofort tot. Oh Gott, ich stelle mir... Die Stelle stelle ich mir richtig kacke vor auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Am höchsten Schwierigkeitsgrad haben wir nämlich nur eine Chance. Also, halt, da ist Rüstung. Wieso sagt mir das keiner, dass da Rüstung liegt? So, ich brauche Waffen. Gib mir irgendwas an Waffe. Wow, so, Moment. Muss ich erstmal gucken. Hallo? Dürfte ich mal... Ah, ja. Hallo? Munition? Ach, Scheiße. Beschlossen. Ah, Munition, Munition! Habe ich denn eigentlich noch eine andere Knarre? Hör ich nicht. Ah! Ach, deswegen gehen die nicht drauf. Das sind die dicke Panzerten. Komm her! Zack, du mieser Zack, du elendiger. Her mit der Pistole. Woher denn? Was war das? Ganz vorsichtig, meine Freunde. Ganz ruhig. Na, nee, hast du nicht. Noch nicht. Verreckert! 1, 2, 3. Komm schon, wo ist das? Da war sie doch. Gib her das Ding. Wo ist er? Scheiße. Da. Deckung. Okay, wir haben zumindest eine Schrotflinte schon mal. So, bleib liegen. So, den haben wir auch. Ich weiß, es ist ein bisschen scheiße, sich hier gerade in der Ecke zu verstecken, aber es funktioniert. Also lasst mich. Glück ist hier Munition. Na klar, wo kommt ihr denn jetzt her? Okay, eine brauche ich mal davon. Okay. Ich höre. Oh, oh. Klingt
nach außen, Merzer. Terror Billy! Heiße? Terrorist und Mörder! Schnauze! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Halt die Klappe! So, von wegen Hammer der Gerechtigkeit. Ich zeige euch gleich mal einen Hammer der Gerechtigkeit. Du Penner da hinten an deinem scheiß Geschütz! Fühlt sich auch nur groß, weil er an der dicken Knarre sitzt. Fick dich! Da. Komme ich denn hier überhaupt noch jemals wieder raus? Krieg ich vielleicht auch noch ein bisschen Rüstung irgendwo? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, nein, nicht die! Shit! Ich brauche was anderes. Oh, lad doch nach. Uah! Was? Okay. Och nee. Terror Billy! Terrorist und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Naja, dein Hammer kann nicht mal am Arsch lecken. So, die sind weg. So, den Penner da hinten haben wir auch. Natürlich. Verreck schon! Scheiße! Die Typen brauchen eindeutig zu lange oder ich stehe zu weit weg. Okay, das wird definitiv schwer. Ja, will. Oh. Okay. Terror Billy! Ja, so weit hat man es ja schon mal. Terrorist und Mörder! Ich zeig dir einen Kugelhagel, mein Freund. Der oh, Penner! So, jetzt dürfte ich eigentlich. Ich habe immer noch so wenig Munition, das gibt's doch gar nicht. Der ist schon mal weg. Verreck doch endlich! Ach nee, nicht auch, nein. Oh nein, nicht die Dinger! Die sind viel zu schnell, damit komme ich doch jetzt gar nicht klar. Verpisst euch! Boah, hat's den zerlegt. Ah, Kackenköter, nein! Och, was denn noch alles? Erst die Normalos, dann die Dicken, dann die Roboter, dann... Oh. Mörder! Alter. Das war scheiße. Das war richtig kacke. Ich wollte diesmal schneller die Typen loswerden. So, erstmal ein bisschen rübersprühen. Terrorist und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Ja, pum, 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 pum. Schnauze da drüben. So, bleib, wo du bist. Ja, komm doch runter. Ja. So, das hat beim letzten Mal relativ gut funktioniert. Oh, fuck. Ich glaube nur irgendwie nicht, dass es dieses Mal funktionieren wird. Ah, ich muss hier raus. Scheiße. Nein, nicht die Köter. Geh weg. Oh nein, nicht du. Nein. Ich war doch schon raus. Vielleicht muss ich einfach rennen. Vielleicht wäre das immer mal eine Option. Einfach mal abhauen. Terrorist und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Puh.
Erwischt? So, gut. Ich brauche Lebensenergie, Rüstung, irgendwas. Hauptsache. Warte mal, da ist Lebensenergie. Und diesmal knall ich dem gleich in die Fresse. Also, diesmal erstmal in Deckung. Damit. Ich brauch das alles. Boah, fuck. Da ist ja noch eine Tür. Ach, Kacke. Au. Ich brauch Deckung irgendwoher. Boah, was war denn das? Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Jetzt weiß ich aber zumindest, was das ist. Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Ah ja, der Hammer der Gerechtigkeit. Schnauze! So. Her damit. Hier war doch sonst immer noch einer. Diesmal ist keiner da. Total merkwürdig. So, her mit den Helmen. Oh shit, die kommen ja jetzt schon. Her mit dem Ding! Tür auf! Ach, diesmal nicht. Ach, fuck, weg damit. Nein! Wieso? Warum? Weshalb? Bah, wo ziel ich denn hin? So. Na klar. Terrorist und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Oh, waren es alle? Nein. Probieren wir jetzt mal zum ersten mit dem Ding. Ach, keine Chance. Keine Chance, kannst du knicken. Das ist eine Saukackenstelle. Cool, aber Saukacken. Terrorist und Mörder. Auf. Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit. Ah, was hält denn da noch alles raus? Lass mich rollen? War gerade noch einer. Her mit der Lebensenergie. Oh oh. Ich muss mich beeilen, weil die Dicken kommen gleich. So, ein bisschen überladen. Ab mit dem Ding. Die Säule als Deckung zu verwenden, erschien mir jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, her damit. Tür auf. Recke. So. Hündchen. Gut. Weg mit dem Ding. Ah, scheiße, der Hund lebt ja noch. Ah. Oh Gott. So, her mit dem ganzen Scheiß. Tschüss. Oh Gott, wo kommen die alle her? Ach, lad doch nach. Mann, wieso? Er lädt halt einfach nicht nach. Okay, mal kurz sammeln. Erstmal überlegen. Also, okay. Ich weiß gar nicht. Vielleicht muss ich durchrennen. Ich weiß es nicht. Ich muss probieren. Terror Billy!
Mörder! Ach, fuck. Was mache ich denn? Bin ich denn wirklich so doof? Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Gott, ich brauche Lebensenergie hier. Aber ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend ein bisschen Rüstung. So. Jetzt muss ich das Ding erstmal abklemmen. Ach, scheiße, da hinten ist ja noch einer. Ach, Kacke! Komm schon! Nein, wieso? Jetzt war das Scheißding. Ich krieg noch einen Anfall. Ich muss es doch schaffen, hier rauszukommen. Ja, immerhin mache ich langsam die Akimbo-Kills voll. Terrorist und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Ich füge mich niemanden. So. Ich muss den Penner da drüben jetzt irgendwie erwischen. Komm, komm, rüber! Oh nein, warum gehst du denn nicht rüber? Fuck, jetzt kommen ja schon die Dicken. Das ist jetzt überhaupt nicht unfair. Überhaupt nicht. Ich glaube, so ist es ein bisschen zentrierter, oder? Okay, so, 132 Schuss. So, volle Deckung. Ja, irgendwie kommt es mir so ein bisschen besser vor. Hallo? Granate? Ach, Mann! Ach, mit dem Scheißding kannst du weder rückwärts rennen, noch springen, noch irgendwas. Wird das mein erster Rage-Moment werden? Terror Billy! Terrorist und Mörder! Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Wenn ich die Stimme von der krächzenden Alten noch einmal hören muss gleich. Ich bin froh, wenn ich der mein Gewehr direkt in den sonstwo schieben kann. Damit sie endlich die Schnauze hält. So. So, jetzt kommen gleich die Dicken. Also schon mal weg mit dem Ding. So, schon mal in Deckung. Ist das der Kanzler? Das ist der Kanzler! Glaub's nicht. So, der ist weg. Hopp, 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 hopp. Der ist auch weg. So, mein Freund, mach die Tür auf. So, diesmal lasse ich mich nicht verarschen. So, der Kackenköter ist weg. Brauch nur ganz schnell die Muni. Und ein bisschen Rüstung wäre... Aua, wäre nett. So. Ah, da kommt der nächste. Piss dich. Oh mein Gott, das ist der Kanzler. Der Kanzler in Anführungsstrichen. Ihr wisst genau, wer das ist. Gott, wie viele. Da, fress die Granate. Wow, der hat gesessen. Wow, die hat echt gut gesessen. Respekt an mich selber. So. Ah. Sag mal, kommen die hier unbegrenzt oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß es nämlich nicht. So, hier war bestimmt auch noch. Ja, hier ist auch noch eine Waffenkammer. So, alles her. Alles her. Ich kann alles gebrauchen. So, hier ist bestimmt noch irgendwo einer, der mich verfolgt, oder? Nein? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich hab's geschafft, meine Freunde. Uah! Ich habe keine Granate. Uah! Lauf!
Was mache ich denn jetzt? Das ist doch jetzt gerade voll der schlechte Scherz, oder? Ich muss hier weg. Ich hab... Ah! Scheiße, lauf! Nimm die Beine in die Hand, bitte! Oh Gott! Ich muss hier weg. Ich brauch Lebenselixier, ich brauch Rüstung. Ich muss... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eine ganz schlechte Idee. Scheiße, ich kann hier nichts machen. Doch! Bitte, Rüstung, irgendwas. Ja, ja, her damit. Komm schon, ja, her mit dem Ding. Komm schon, her damit! Ganz ruhig bleiben. Schnauze! So, nächste. Da kommt der nächste. So, den haben wir. Waren aber noch mehr von den Dicken. Waren noch viel mehr von den Dicken. Hallo? Au. Ja, wo kam das jetzt her? Von da oben? Dich haben wir erwischt. So, irgendwo war doch noch so ein Dicker. Boah, mein Herz. Könnte mich doch nicht... Ist hier der Ausgang? Bitte sag mir. Verschlossen. Natürlich. Höre Schritte. Bedrohlich dicke Schritte. Bedrohlich dicke Schritte von über mir. Der ist da oben. Ja! 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 Oh, ich hab sie erwischt. Ich hab sie erwischt. Ich hab sie gottverdammt nochmal alle gebödelt. Warte mal. So. So, Kimbo weg. Und jetzt... Wie kann ich denn das abwechseln? Also, ach, egal. Scheiß drauf. Gib mir das Ding jetzt einfach. Boah. Was? Ja. Interessant. Da ist der Ausgang. Oder ein Ausgang. Nur das blöde scheiß Riesenschiff ist noch direkt über uns. Das Problem ist, wir kommen da wahrscheinlich nicht weg. So. Da ist noch etwas. Warte mal, was... Gerichtstür? Moment. Da ist noch eine Gerichtstür. Da oben ist noch eine Gerichtstür. Also ist eigentlich scheißegal, in welche Richtung. Boah, war das anstrengend. Das möchte ich so gerne... hätte so weit... Oh Gott, das war jetzt echt anstrengend. Also gut, raus! Mama? Oh, mein Sohn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh, Billy. Im Leben passiert so viel Unerwartetes. Fröhliche Dinge. Und Dinge, die einem das Herz brechen. Ich war nicht da, als es nötig war. Ich ließ dich im Stich. Es tat so weh, Billy. Als du gingst, war es, als würde man mir das Herz rausreißen. Aber alle Not endet auch wieder. Weißt du das? Vieles davon ist unvermeidlich. Ich musste da bleiben, damit du gehen konntest. Und jetzt hast du Probleme. Mach dir keine Sorgen. Meine Probleme sind vorbei, mein Sohn. Ich will da nicht mehr rausgehen. Ich kann das nicht mehr. Du bist stark, Billy. Wir sind Überlebenskünstler.
Wir kämpfen auch dann, wenn wir nicht wissen, wie. Du bist eben mein Sohn. Ich bekomme Zwillinge, Mama. Noch nicht geboren. Ich will sie sehen. Ich will, dass du sie siehst. Du fehlst mir. Wir werden zusammen sein. Bald. Du musst nur noch eine letzte Prüfung bestehen. Oh. Gerichtsdiener! Warmer Mantel der Tagträume. Ach, Scheiße. Gestohlen von kalten Winden der Wirklichkeit. William Joseph Lefkowitz festgenommen. Eine Woche? Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt erfährt dieser gefährliche Kriminelle die Gerechtigkeit, die er zahllos Opfern verwehrt hat. Wir werden nicht nachgeben, bis der Krieg gewonnen ist! Victoria! Victoria! Wir wären ein Traumpaar gewesen. Liebster, sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Oh, Scheiße. Was? Alle auf Position. Er kommt. Seien Sie bereit. Wir haben weniger als 7 Sekunden. Achtung! Fertig! Max, Bombarde! Jetzt! Anja, jetzt! Schnell! Wir haben nur 3 Sekunden! Wir müssen unbedingt wieder Blut in sein Gehirn kriegen! Sonst stirbt er! Lebt er noch? Antworten Sie, lebt er noch? Ich fürchte, es ist zu spät. Oh nein! Nein! Hä? Gehirnaktivität! Ja! Er lebt! Sie sind ein verdammtes Genie, Seth, wissen Sie das? Max hat... Max hat recht. Wir sollten verschwinden. Ist er bereit für den Transport? Oh Gott, er ist tot. Scheiße! Das melde ich. Was zum... Da! Da! Er ist wach! Dieser verdammte Glückspilz! Der einzige Kerl auf dem Planeten, der es überlebt, gekämpft zu werden! Herr Blazkowicz! Können Sie mich hören? Ah, gut. Also Folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinen-Soldatenkörper erbeutet.
sehr, sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen Sie es ihm. Gut, William. Seth wird das hier anbringen und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper. Anja. Bitte, ich bin nicht mit der Jüngste. Meine Familie. Also, das ist seltene Kampfausrüstung für Maschinensoldaten, die wir im Einsatz bergen konnten. Nichts davon funktioniert. Aber ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Das sind Beine. Donnerfäuste? Pythongurte? Schlachtenläufe? Also, jetzt chillt mal kurz, okay? Weil, Ich wurde geköpft. Erst habe ich gekämpft, dann wurde ich geköpft. Und jetzt bin ich hier. Was? Okay, Junge, was gefällt Ihnen am besten? Okay, immer mit Ruhe. Immer mit der Ruhe. Okay, Pythongurte. Donnerfäuste. Also das mit den Beinen sieht komisch aus. Ich habe keine Ahnung. Gefällt mir irgendwie nicht. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Die Donnerfäuste sehen eigentlich ganz okay aus. Das sind Schulterplatten. Bereit, wenn Sie es sind, Riese. Ja, ja. Pythongurte klingt aber auch gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme die Pythongurte. Ja. Ach da. Oh, cool. Wir kriegen sogar noch eine Beschreibung. Okay. Pythongurt. Die Pythongurte komprimieren deinen Oberkörper und ermöglichen dir so, sehr schmale Räume zu durchqueren, während du sie benutzt. Kannst du jedoch nicht atmen. Bei längerer Benutzung erleidest du Schaden und stirbst schließlich aufgrund von Sauerstoffmangel. Die Pythongurte aktivieren sich automatisch, wenn du geduckt bist und sie eingesetzt werden können. Okay. Die Donnerfäuste, was machen die? Ein metallenes Verstärkungsgestell, das deine Armgelenke, Ellenbogen und Schultern stabilisiert. Mit den Donnerfäusten kannst du Hindernisse wegrammen, Türen und Kisten zerschlagen und Gegner niederschlagen. Das klingt ganz gut. Die Donnerfäuste aktivieren sich beim Sprinten. Klingt ganz gut. Was ist das? Okay. Einen Moment, warte mal, ich muss mal kurz... Also, ein mechanisches Aktuatorsystem, das an deinem Bein montiert, bei Bedarf aktiviert wird. Sobald es aktiviert ist, fahren mechanische Stützen aus, sodass du neue Bereiche erreichen kannst. Neue Bereiche erreichen. Vertikale Deckung nutzen und andere taktische Vorteile, Positionen einnehmen kannst. Drücke zweimal Springtaste, Schlachtenläufe. Ich glaube, ich nehme die Donnerfäuste. Irgendwo Gegenrahmen ist eigentlich so... Oh, das kann ich gut. Ich nehme diesen. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere Sie jetzt. Bis gleich. Knutsch. Schickes Halsband. Katzen, Lemuren, Dingenskirchen. William! Ist das real? Oder bin ich im Himmel? Seth! Seth! Ich bin wach, ich schlafe nicht. Ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Wie fühlen Sie sich, Herr Blazkowicz? Können Sie sich bewegen? Ja, Sie können es. Zeigen Sie es uns. Zeigen Sie es uns. Ich fühle mich stark. Erinnern Sie sich an Ihren Namen, daran, was Sie in den letzten 2 Jahren getan haben? Außer Regimesoldaten töten. Wenn du nochmal stirbst, Will, dann erschlage ich dich. Komm, ich habe was zum Anziehen. Schicken Sie ihn zu mir, wenn Sie fertig sind. Mhm. Hast du das gesehen, Kätzchen? Hast du das? Hast du das? Riese! Riese?
Herr Blaskowitz! Wie sehe ich aus? Wie ein neuer Mann, mein Junge, wie ein neuer Mann. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Also, das hier, das hat Shoshana auch. Nein. Das verbindet Ihren Kopf mit dem Körper. Sehr, sehr wichtig, nicht daran rumzuspielen. Also, es kann vorkommen, dass Sie ein Kribbeln spüren. Keine Sorge, ist ganz normal. Aber sagen Sie Bescheid, wenn irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel Ihr Kopf den neuen Körper abstößt. Sowas in der Art. Max! Was? Oh, Max! Max! Das finde ich auch, Max. Maxchen. Da hat er einen Riesenkopf. Also, ich habe das gewünschte Gerät repariert. Legen Sie es an und probieren Sie es doch mal aus. Jo. Was? Ja, mache ich sofort. Kein Problem. Ich muss ja erstmal kurz klarkommen. Ich kann springen, ich kann laufen. Ohne Rüstung. Das gefällt Ihnen bestimmt. Uns geht's gut. Die Muskeln hätten vielleicht ein bisschen dicker Körper sein können. Aber ich meine, gut, wir sind jetzt aus Stahl. Seth, sag mal, funktioniert eigentlich alles mit dem Körper so? Essen, trinken, schlafen, mit oder ohne jemanden? Ne? Weißt du, was ich meine? ja gut, wir bekommen ja schon Zwillinge, das reicht. Ja gut, ich würde aber sagen, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Was für eine Wendung! Ich bin so geflasht und genial gelöst. Wahnsinn. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen erstmal und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.